Zwei hatte ich ja schon vor. Fahren wir hier mit. Ja, für die 150 Meter brauchen wir nicht. Ja, da fahren wir doch Gürtelreifen, oder? Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Schön, dass die Saison wieder losgeht. Wir sind glücklich. Keine Ahnung. Schreib irgendwas hin. Warte mal kurz. Gerade anlaufen. Weiß Bescheid. Was haben wir gefahren? 260 Kilometer und haben Tisch aufgebaut. Na, also. So. Oh, jetzt hier. Guck dir das an, du. Ja. So, jetzt will ich mir auch ein Brot. Ja. Such dir eins aus. Tafel wird gerade gemalt. Wird gerade nochmal gemalt? Ich weiß, das geht nicht. Es geht auch ohne. Was ohne hast du denn? Was darf sein, Kleiner? Ich möchte gerne 1,50. Oh, das Geld wegweht. Okay. Da gibt es viel zu sehen. Ja, das war kalt. Ja, brauchst du eigentlich einen Jacke? Das war kalt. Ja.
ist auch nicht gegen mehr. Ja, ja. Dann kann er fahren. Ja, ich bin zu neun. Glück hatte ich. Sieben. Wer war jetzt zwei? Zwei bin ich. Keiner stehen. Zwei. Zwei ist Holger. Eins bleibt dann aber Holger stehen, ne? Oder ja. Bei uns, oder was? Ja. Der A. Der A-Funker bleibt. Ja. Dann schreibt doch schon mal Holger. Dann brauche ich ja nur Holger dahin schreiben. So, und hier brauchen wir noch einen mit einem Einzel. Ja gut, dann kommt Thorsten dahin auf 11. Dann mach das Kühn einfach weg und schreib nur deinen Thorsten drauf. Und dann ist Matthias. Wer ist Thorsten? Ich. Thorsten Brock. So. Und 10? Wer war jetzt? Guck wer auf hat, deiner Liste doch einfach. Du musst doch bei deiner Liste. So einfach. Dann war das. Nee, 3 ist Christian. Christian, 4 ist Tore. Wir werden unser Bestes geben. Große Konkurrenz haben wir heute nicht. Hallo? Hallo? Wir haben noch einen Dacia mit dabei. Stimmt. Vorwegnehmen. Und das Wichtigste heute ist Kai Dieter, der uns sein Anwesen zur Verfügung gestellt hat. Irgendwann kam mal die Idee, bei mir könnte man sowas machen. Also die Klappe wieder zu weit aufgemacht. Super. Nein, er will es ja. Und das ist ja das Geile an der ganzen Geschichte. Wie der sich dafür einsetzt, was der macht. Nee, das sage ich nachher. Was er macht und wie er sich einsetzt und was er organisiert hat und wie er sich kümmert. Meine allerhöchste Anerkennung. Danke, Kandidat. So, das reicht aber ja nicht, dass einer da ist, der sagt, bei mir könnt ihr fahren, ich habe ein geiles Gelände, lass uns mal was tun. Es gehört ja auch noch ein Club dazu, der sich darum kümmert, dies zu tun. Und wenn dann das ein Club ist, der, ich sag mal, in der Spitze 5, 6, 7 oder 8 Mitglieder hat, die aktiv sind und der aus Norderstedt kommt und sich darum kümmert, dann bin ich der Letzte, der da nicht hilft. Danke, Stefan. Auch erstmal von euch
von hier an euch vielen Dank, dass ihr heute alle erschienen seid. Die Dankeshymnen mache ich nachher nochmal bei der Siegerehrung. Aber ich bin auch richtig begeistert. Einmal Kai wieder, danke, weil das ist echt super hier. Ja, das ist gut. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir alle wissen, die oder die Veranstaltung machen, was eine Veranstaltung für Arbeit macht. Aber das hier ist noch der Gipfel, oder? Das toppt das alles noch. Super. So, zum Ablauf ganz kurz. Wie im Veranstaltungsablauf beschrieben ist, fahren wir jetzt die zwei WPs. Wir hoffen, dass der Weg hält. Danach gibt es dann eine kleine Pause, nur dass wir die WP2 leer laufen lassen. Und dann fahren wir gleich die Abfahrrunde für 3 und 4 entgegengesetzt. Die Streckenführung werdet ihr dann sehen, wie wir fahren. Ja? Wir müssen das ja davon abhängig machen, wie die Strecke da in dem Bereich des Parks nach WP2 aussieht. Das wissen wir selber noch nicht. Also müssen wir dann kurzfristig drüber sprechen. Vielleicht auch, wenn größere Umbaumaßnahmen sind, gibt es eine etwas größere Pause, werdet ihr aber alles mitbekommen. Dann haben wir das Problem, oder nein, nicht das Problem, wenn irgendwas an eurem Auto ist, dass ihr schrauben müsst nach der WP, gibt es vor der Zetka, wo Hermann Heidmann steht, auf der linken Seite eine Möglichkeit, wo ihr stehen könnt und schrauben könnt. Mit Bordmitteln, das wisst ihr ja. Habe ich nochmal geschrieben im Veranstaltungsablauf. Alles nur, was an Bord ist. Halt, muss ich einfügen, nicht in dieser Durchfahrt stehen bleiben, sondern könnt ihr rausfahren und dann fahrt ihr auf dem großen Platz, wenn euch dann irgendwo schraubt. Also, wenn ihr was habt, nicht zur Zetka fahren, nicht ins Park Fermé fahren, genau. Sondern vorher links abbiegen, sich dort hinstellen, schrauben. Ihr dürft nur selber schrauben, das wisst ihr. Ihr dürft nur mit dem, ihr dürft nur das benutzen, was ihr im Auto habt, nicht aus dem Service-Auto nehmen. Wir machen die Rallye 200, das ist nicht erlaubt. Wie gesagt, und dann, wenn ihr fertig seid, fahrt ihr ins Park Fermé rein, in den Stadtpark. Super, genau. Und dann habt ihr auch noch, und dann fahrt ihr an die Zetka, ja? Mit dem Auto, nicht, dass ihr den Beifahrer hinschickt, das gibt's nicht. Ganz klar, Rallye 200-Reglement gilt da. Zweiter Punkt. Wir haben festgestellt, dass im Park wollen wir ja doch Autos, die gestrandet sind, schnell rausziehen. Die Hälfte von euch hat keine Abschleppösen dran. So, das wird jetzt nochmal kontrolliert. Ihr selber. Guckt genau, mal, ihr selber. Wenn jemand die Möglichkeit hat und ich sag mal, beim BMW, der Ding nicht reingeschraubt hat, schraubt das rein. Genau. Macht da was. Weil wir haben dort einen Trecker stehen. So, wenn da jemand nicht weiterkommt, der wird angehakt, weggezogen, fertig. Bleibt alles ruckzuck. Nicht aussteigen, sitzen bleiben. Den ziehen wir da runter und fertig, weil das läuft weiter. Darf man denn weiterfahren oder wirst du raus? Du kannst nicht weiterfahren. Guck mal ins Reglement. Gut. Ja, das war von meiner Seite jetzt. Der Rest des zweiten Tages, das kommt jetzt auf den Verlauf des ersten an. Vielen Dank nochmal von meiner Seite. Jetzt gebe ich nochmal kurz an Kai Dieter. Ja, also freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Ich persönlich habe mich auf diesen Tag natürlich unheimlich gefreut. Und wir haben alles gegeben und haben uns wirklich Mühe gegeben. Und wir sind am Mittwoch noch diese Strecke gefahren, ich weiß nicht, 25 Mal durch den Park, alles ohne Probleme, gar nichts. Und dann hat es leider von Mittwoch auf Donnerstag 21 mm geregnet. Und das war eigentlich, das war der Todesstoß da. Und ich möchte euch bitten, der Rest ist wirklich... Ich finde den Rest, der ist toll. Wie ihr darüber denkt, ist, weiß ich nicht. Aber bitte zerreißt diese 100 Meter nach der Veranstaltung. Fahrt nicht nach Hause und sagt, scheiße, da ist alles Dreck gewesen. Das wäre schade. Wir werden da was machen für nächstes Jahr. Das wird nächstes Jahr anders sein. Seid sicher. Sieben Tage. Vielen Dank, dann lasst uns jetzt die Autos kontrollieren und dann geht es nach Ablauf los. Ein Schlusswort noch von mir. Das Ding heute zählt zu keiner Meisterschaft. Seht das alles nicht so ernst. Habt Spaß. Lasst uns alle zusammen Spaß haben. Und wenn hier und da mal was hakt, macht einen Haken dran und fertig. Okay? Seht ganz noch was. Einen Moment! Nein? Nein. Nein, am Aderweg. So, wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Kommst du nicht dran vorbei. Kannst du stehen. Ich bin euer Auto hoch. Okay. Okay. Danke. So, dann heißt es. Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.
Thank you.
Stopp!
Thank you.
Überlegt, Mensch, was wird das? Wir hatten echt Bauchschmerzen und ich muss sagen, es hat super gehalten, alles bestens. Dank auch Kai Dieter mit seinem Bahndienst, alles Weltklasse, denke ich. So, wir haben heute den ganzen Tag, heute Morgen angefangen, heute tagsüber. Von euch kam das rüber, Kai Dieter hat es persönlich empfangen, so viel Blumen überreicht bekommen, dass wir jetzt sagen, jetzt ist auch mal jemand anders dran. Markus, jetzt habe ich einen Strauß Blumen, jetzt mal richtige Blumen, für Heike. Nächsten Sonntag. So, dann möchte ich mich noch kurz, bevor ich zur Siegerehrung komme, das bedanken. Machen wir jetzt jeden Sonntag. Bei den anderen, bei dem anderen Kai, bei Kai Ripke, dass er uns unterstützt hat, Uwe Barkmann und all die vielen Helfer, die Neustädter Funkclub, Team GLH, Volker Zimmer und die anderen vom Norderstedter Automobilclub. Vielen Dank, dass ihr alle da wart heute und euch diesen Sport hier ermöglicht habt. Und euch natürlich vielen Dank, dass ihr das so super umgesetzt habt und dass es euch auch, ich glaube, ein bisschen Spaß gemacht hat, oder? Nicht den Wertung, den brauchen wir kein Pokal geben. Kommen wir zur Klasse CTC 22. Klassensieger wurde auch als heimlicher Favorit gehandelt, aber na, die Allradler waren doch ein bisschen schneller, auch als es trocken wurde. Hier aus der Umgebung Axel Schütt und Klaus Finke. Was für ein Auto, Stefan? Ford Escort RS 2000. Platz 4 insgesamt. Quer ohne Ende. Bisschen böse sind einige mit ihm, dass er da eine Eiche getroffen hat. Also nächstes Mal Eschen oder andere Bäume aussuchen. Aber das werden wir berücksichtigen. Auf Platz 1 Michael Grube und Klaus Voss, Uwe Korner. Allrad ist nicht alles. Auf VW Golf GTI vom Bewerber ADAC Schleswig-Holstein Michel Meyer, Daniel Rode, Klassensieger H14. Das heißt,
Platz 3 insgesamt. Heute gab es keine Coultons, die irgendwelche Zeiten verändert haben, nur ein bisschen Rundenveränderung, aber es hat alles diesmal dem Beifahrer nichts ausgemacht. Auf Platz 1 in der Klasse H15 und im Gesamt ADAC Schleswig-Holstein als Bewerber Sönke Mieler und Peter Steffen. Ja, die Kiste, aber beides vorbei. Doch, es gibt noch eine Klasse mit 5 Startern. Da gehen wir auch 2 Pokale jetzt aus. Den zweiten fange ich an. Auf Platz 2 in der Klasse NF 2 nennen wir die immer. Die NF 2005 bis 600 Kubik, glaube ich. Ja. Auf Platz 2 vom SMC Stade, Uwe Bode, Gerd Rudermann, Hyundai Akzent. Dankeschön. Ja, siehst du wohl. Ja, ja, mal wieder das Eik. Bis Donnerstag geschraubt, dann noch schnell eine Scheibe eingeklebt. Dann war der Puma fertig. Freitagabend angereist aus Berlin. Bewerber PRS Berlin, Klassensieger Jörg Janasik und Nico Eichenauer. In der Klasse NF 2005 bis 2 Liter. Klassensieger vom ADAC Schleswig-Holstein, Rainer Hausen, Hauke Piso, Toyota Schenica. Dankeschön. Jetzt kommt die Klasse, die größte Show gegeben hat. Die NF 2005 bis 3 Liter. Mit den Audi Quattros und den Volvos. Aber heute war Michael in seinem Element, hat seinem Sohn mal gezeigt, dass der Vater auch nicht so langsam ist. Auf Platz 1 Michael Papp, Michael und Christina Papp, Audi Coupé Quattro. In der NF 2005 über 3 Liter, auf Platz 1 Thorsten Kuhlmann und Bianca Hutzfeld mit Michi Emo und Felipe Zimmer. Siehst du. Dann haben wir noch eine Mannschaft am Start gehabt und damit hat dann auch die Mannschaftswertung gewonnen. Der SMC Stade. Gib einen freundlichen Händedruck. Dankeschön. Wie kein Bock. Wollen wir Montagabend was trinken? Ja, genau. Du kannst, kannst du den Klassenliga-Pokal nehmen, den du eingespart hast. Den kannst du da hingeben. So, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir haben heute Morgen schon gehört, wir arbeiten an einer Neuauflage, lasst euch überraschen. Merkt euch schon so einen Termin irgendwie vor, Frühjahr 2009. Ich denke, wir werden wieder was machen, da es doch echt super Spaß gebracht hat. Ich wünsche allen noch eine gute Heimfahrt, schönen Sonntag, vielen Dank, tschüss. Ich komme von der Schule nach Hause, bis dahin.